Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Farming Dynastie. Und ja, letzte Folge haben wir ja hier die kleine Einleitung gemacht und haben uns von Oliver ein bisschen rumführen lassen und haben die Scheune soweit erfolgreich repariert. Ins Gewächshaus, das Gewächshaus haben wir natürlich auch noch erfolgreich soweit zumindest repariert und haben schon unsere ersten Tomatensetzlinge gesetzt. Und jetzt mache ich mich gerade oder bin gerade unterwegs auf zum Oliver. Dem wollten wir ja auch noch an der Scheune helfen. Da hinten sehen wir es schon. Da fahren wir mal hier rein und fahren mal bei dem Guten am besten auf den Hof und schauen mal, was es denn hier so Schickes zu erledigen gibt. So, einmal aussteigen und dann gucken wir uns das Spektakel mal an. Ich vermute, Leute, sollen wir? Gehen wir erstmal zum Oliver und sprechen mal mit dem Guten. Noch nicht, Entschuldigung. Wie noch nicht, Entschuldigung. Aha, erst müssen wir anscheinend hier arbeiten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das vermutlich dann der Traktor sein soll, den er uns vermachen will. Fände ich auf jeden Fall sehr nice, würde ich sagen. Würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja, da machen wir einfach direkt ein Bild von. So, für die Nachwelt. Und dann schauen wir uns doch mal an, was der Oliver hier gemacht haben will. Ah, der will das Dach hier deckt haben. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier einmal dann dementsprechend, ich gehe mal davon aus, hier einmal ein Gerüst setzen. Schauen, wo wir das hier aufstellen können. Ja, hier sieht das doch ganz gut aus. Oh, jetzt, da kommen wir aber nicht hoch. So. 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 Und tschakka. So. Ich würde sagen, so ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, wir setzen das mal hier nochmal neben dran, damit wir hier so einmal... Ja, ja, das soll reichen. Dann können wir hier einmal wieder switchen, müssen wir einmal wieder zu reparieren. Oh, wir brauchen auch bald mal Nahrung und auch ein bisschen Schlaf. Aber jetzt werden wir mal als erstes hier noch dem guten Oliver sein Dach decken. Oder beziehungsweise das Dach reparieren, damit der hier wieder, damit hier wieder alles tutti ist. So. Dann auf geht's, Leute. Reparieren wir mal Olivers Dach. Auf geht's. Ich würde eigentlich sagen, das war's vermutlich. Beziehungsweise, ich hoffe ja mal, also ich weiß jetzt nicht, ob er da noch Ziegel drauf haben will. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch irgendwo so sehen. Auf jeden Fall steht hier, geh auf Olivers Hof und repariere seine Scheune. Nutze die Ingenieuransicht, um zu sehen, welche Bereiche der Scheune repariert werden müssen. Okay, dann gucken wir mal, ob noch irgendwas rot ist hier. Aktuell sehe ich so nichts. Schauen wir mal innen rein, ob innen noch irgendwie was zu sehen ist, was repariert werden muss. Weil es gibt, man kann ja die Ingenieur... Ah, da müssen wir natürlich jetzt von der Seite einmal rein. Beziehungsweise von der anderen Seite einmal rein. Gehen wir mal hier durch die Tür. Gucken wir mit der Ingenieuransicht. Wenn wir die rechte Maustaste drücken, können wir nämlich einmal sehen, ob hier noch was Rotes... Aha, alles klar, da muss noch hier... Ah ja, hier muss noch was ausgebessert werden. Ja, mal hier noch ein bisschen die Leichtbetonziegel hin. Ja, wunderbar. Das hätten wir hier auch noch. Einmal reparieren, bitte.
wieder alles schließen. Wunderbar. Scheune repariert, sprich mit Oliver und frage nach deiner bzw. nach einer Belohnung. Sehr gut. Dann machen wir das doch mal direkt. Machen wir wieder alles zu hier für den guten Oliver. Ja, wunderbar. Das sieht auch schon wieder richtig fresh aus hier beim Oliver. Wo ist der gute Oliver? Hier vorne steht er rum. Auch gerade. Sieht gut und solide aus. Danke. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear dort drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Du solltest mit den Menschen reden. Ich bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine. Und ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Ich werde mich umsehen. Danke. Vielen, vielen Dank, Oliver. Ja, wunderbar, Leute. Das heißt wohl, jetzt ist die Frage, lassen wir hier den Pickup erstmal stehen. Ja, komm, lass mal den Pickup mal stehen und steigen mal in den Jack Bear und schauen uns mal. Oh, Leute, das ist schon ein Schmuckstück, oder? Was meint ihr? Das ist schon ein Geschoss hier. So ein rotes Turbo-Geschoss hier. Auf geht's, einmal rein. Jawoll, um 100 Sozialpunkte bekommen. Das ist so geil wie... Ach, guck mal, da sitzt er auch anders drauf. Da hat er... Ah, da hat er den einen Fuß... Naja, wobei... Leute, das sieht schon irgendwie geil aus, das Gerät. Auch hier wieder, wie die Kurbel da in der Mitte arbeitet. Entschuldigung, und an der Seite noch hier. Das ist wirklich nice, Leute. Das ist wirklich nice. Da düsen wir doch mal direkt los hier. Auf geht's. Danke, Oliver. Auf geht's. Abfahrt. Wir fahren zurück. Oh, wir müssen in die andere Richtung. Was ich ja immer interessant finde, ist vorne diese kleine Lenkstange, wo die kleinen Reifen hier vorne dran sind. Das ist, ich weiß nicht, ob das hier damals irgendwie so gang und gäbe war. Ich würde eher sagen, das ist hier so ein bisschen Kippgefahr. Oh, wir können sogar Licht einschalten. Oh. Das sieht aber hier nach LED-Licht aus, Leute. Das sieht nach LED-Licht aus. Auf jeden Fall sehr geil. Gucken wir mal mit 23 km/h hier über die Straße. Gucken, dass da niemand kommt. Guck mal, das Licht wieder aus. Es ist ja noch hell. Alles passend. Auf jeden Fall ein sehr cooles Gerät. Ich finde es mega nice, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Teil findet. Diesen Jack Bear in Rot, beziehungsweise den Jack Bear C. Hat schon irgendwie einen gewissen Charme, würde ich sagen, oder? Hat was. Ich finde, das hat was. Also wir haben auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal von der Straße gucken, schon einen echt großen Hof, ja? Muss man wirklich sagen. Das hat wirklich Potenzial, würde ich sagen. Mega. Leute, mega. Oh, da hinten kommt schon der Bus angehetzt. Ah ja, Leute, tut mir uns leid. Wir können nicht schneller. Das gute alte Gerät schafft dann doch nur 23 km/h. Wir fahren mal vorne hier durch unsere Einfahrt. Einmal hier rechts rein. Und rein in den Hof, Leute. Rein in den Hof. Jetzt haben wir schon zwei Traktoren, wenn man so will. Also das heißt, wenn man so will. Es ist ja so, ne? Jetzt stellen wir mal... Ich weiß, ja, vielleicht nicht unbedingt... Auf dem Rasen, Jimmy, wie kannst du nur? Aber das ist doch hier ein absolut schönes Bild. Ach, herrlich, Leute. Herrlich. Wir haben einmal den Borne Spezial 281 und den Jack Bear 10. Sehr cool. Also, ich finde es mega. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn eigentlich als nächstes? Also da hat ja, das hieß ja, er hatte schon so eine Fräse entdeckt. Ich gehe mal davon aus, dass er vermutlich eigentlich dieses Teil hier meint. Aber das ist ja keine Fräse, das müsste doch eigentlich hier zum Grasschneiden sein, oder? Wir können ja mal ausprobieren. Wir probieren mal aus, wie das ist, wenn wir jetzt hier mal mit unserem Jack Bear 10 C da mal hinten dran fahren, weil hier ist nämlich nichts drin.
ob wir das anhängen können. Das müsste ich jetzt mal probieren. Dann müssen wir mal schauen. Das bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir haben auch, by the way, eine Hundehütte, sehe ich gerade. So, komm hier. Also lieber, fahren wir hier hinten dran. Oh, da sind wir nicht ganz mittig hier. Ui, 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 ui. Okay, nice. Also wir können... Soll das? Ja, es nimmt zum Mähen. Können wir jetzt hier das Gras abmähen, oder? Ja, tatsächlich. Hier können wir das Gras abmähen, Leute. Das ist ja schon mal sehr nice. Jetzt können wir hier auf unserem Hof zumindest schon mal ein bisschen Gras mähen. Was das natürlich letztendlich bringt, ich habe natürlich null Ahnung, also ob das hier überhaupt was bringt, wenn wir hier das Gras abmähen. Wir fahren mal hier einfach mal drüber, checken das mal kurz ab. Oder ob wir dafür, ob wir da hier auch ein richtiges Gras halten müssen, oder ob das hier einfach nur rein optikhalber was bringt, wenn wir hier auf unserem Hof das Gras mähen. Ui, da habe ich jetzt geguckt. Da haben wir kurz die Tür mitgenommen. Oh, das jumpt auf jeden Fall gut da rum. Aber der Traktor, der klingt schon ganz nice. Also der Traktor, der Sound davon gefällt mir. Dieses alte, dumpfe, dieses brumm, 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 brumm. Das ist schon fresh. So, hier haben wir auf jeden Fall so gut wie das Gras. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob das irgendwie was bringt, wenn wir das hier jetzt so machen. Ja, dann machen wir mal den Aufhören. Und einmal wieder heben. So. Wir stellen das einfach mal wieder zurück. Haben wir es zumindest mal ausprobiert. Ob das was bringt, ist natürlich jetzt die andere Frage. Auf jeden Fall ist es immer schön, wie hier auch bei der Spielfigur, also beim Spieler selbst hier, alles so schön animiert ist. Das finde ich ganz cool. So, wieder abgemacht. Perfekt. Eigentlich können wir den auch hier drin stehen lassen, oder? Lassen wir den einfach mal hier bei dem guten Teil stehen. So, mal aussteigen. Ah. Auch krass, wie sich der Boden dann hier ändert, ne? Also... Das ist schon, da muss man sagen, das ist schon, oh, auch der Rasen, der sieht ziemlich demoliert aus jetzt. Nicht so schön, nicht so schön, haben wir jetzt so sauber gemacht hier. Aber gut, können wir hier eigentlich ins Haus reingehen? Oh, nee, nee. Wir können ins Haus reingehen. Oh, das ist aber noch ziemlich leer hier. In den Keller. Oh. Gurken. Paprika, Äpfel, Steine, okay. Oder soll das Kohle sein? Vermutlich hier für den Ofen, hä? Ach, du lieber Gott, noch jede Menge weiteres Futter. Auf jeden Fall auch schick, ne? Also, ist schon mal geil, dass wir hier auch in das Haus rein können. Dann haben wir hier, hier ist die Wohnstube, beziehungsweise das Schlafzimmer. Und, ein schönes Bad. Bis auf, die Wand, die Tapete an der Wand. Oh, was ist denn das hier? Das sieht nicht schön aus. Nö, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Also, falls man das irgendwie upgraden kann, verschönern kann, müssen wir das auf jeden Fall mal machen. Ah, hier haben wir die Wohnstube. Hier, mit noch einem Bett. Nee, ja auch nicht das Wohnzimmer. Noch ein Schlafzimmer mit Babybett. Also, wäre ich auch ein Gästezimmer. I don't know. Hier haben wir noch ein Zimmer. Soll das... Ah, das soll die Küche darstellen. Oh, hier gibt es auch noch was zu essen. Benutzen deine Küche. Ach, guckt mal an. Hier können wir uns dann anscheinend auch Essen herstellen. Ja, das ist ja mal auch nice.
Okay. Sehr cool. Also aus Fisch können wir dann quasi hier was Fisch in der Dose machen. Oder Tomaten. Aus Tomaten können wir uns eine Tomatensuppe herstellen. Aus Äpfeln können wir uns dann Apfelmus herstellen. Sehr, also das ist auf jeden Fall schon sehr cool. Das heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall sowieso um unsere eigene Nahrung kümmern. Und vor allen Dingen müssen wir das Haus mal hier reparieren. Das sieht ja schäbig aus, Leute. Das sieht ja schäbig aus. Wenn wir hier eigentlich die Holzdielen auf dem Boden können wir schon mal direkt reparieren. Ah, ja, super. Die Wände sind okay. Aha, aha. Hier können wir den Boden noch reparieren. Cool. Hier ist alles soweit schick. Und wie sieht es hier im Bad aus? Können wir hier irgendwas reparieren? Hier, was? Wir können hier schon... Ja, okay, das ist ein bisschen... Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Wir können ja nicht von hier direkt einsteigen. Das wäre ja irgendwie ein bisschen Quatsch, ne? So. Repariert. Also wir müssen uns anscheinend die ersten Folgen auch damit auseinandersetzen, dass wir hier einmal das ganze Häuschen und so weiter reparieren, damit das hier wieder schick aussieht. Damit sich hier unser Charakter auch dementsprechend wohlfühlt. Damit das hier schick ist. Ach, es geht ja noch nach oben. Ich hab ja gar nicht drauf geachtet. Oh, stellen auch die Holzdielen hier ganz. So, und hier auch noch, damit wir hier nicht stolpern und auf die Snüsse fliegen. Das wäre nicht so prickelnd. Was haben wir denn hier drin? Hier ist das Wohnzimmer. Und direkt hier Holzdielen reparieren. Komm, dass wir hier nicht abschmieren. Ein bisschen was muss getan werden. Super. Auf jeden Fall sehr, wirklich halt natürlich sehr alt gehalten hier alles. Ist ja aber auch ein alter Bauernhof. Ne? Haben wir ja vom Opa. Da kann man dann dementsprechend auch nichts Neues erwarten. Also hier können wir auch dann auf jeden Fall eine Runde schlafen. Was, für eine Woche ausruhen? Ich glaube nicht. Eine Woche ist hier nicht angebracht. Schön, Leute. Schön. Aber hier mal noch ein bisschen. So. Hier die Front ist schon mal wieder ein bisschen schick. Tja, Leute. Wunderbar. Das lief doch jetzt hier mal. Oliver, haben wir geholfen? Da haben wir jetzt hier dann den neuen Traktor bekommen. Und ja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge treiben. Auf jeden Fall an dieser Stelle machen wir hier mal Schluss. Und dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Vergesst nicht das kostenlose Däumchen, beziehungsweise vergesst nicht das Däumchen und das kostenlose Abo mitzunehmen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.